Zuletzt bei Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Nachdem wir uns in der Kanalisation mit einem gefräßigen Kettenhund anlegten, konnten wir uns aus der stinkenden Gülle des Schrubpalastes wieder nach oben kämpfen und uns den Weg bis zur Spitze der Schrubstatue freikämpfen. Alles riecht nach Finale. Hier drin befindet sich irgendwo Prinzessin Peach, Prinzessin Schroop. Eventuell wird der Kobaltstein auch noch eine Rolle spielen, wir wissen es nicht. Aber heute wird's heiß. Freunde, ich brauche jetzt jeden guten Stoff, den ich kriegen kann. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Luigi Partners in Time. Und wir stehen, glaube ich, vor dem finalen Tor, vor der finalen Challenge. Vor dem Ort, wo sich Peach befindet, wo sich die Schuhprinzessin befindet, wo alles ist, vermute ich mal sehr stark. Wir können jetzt hier nochmal vereinen. Wir haben hier nochmal ein Speicherbuch, aber das brauche ich nicht. Und das ist, glaube ich, jetzt auch die letzte Abkürzungsröhre. Ja, so sieht es aus. Wir haben den gesamten Schrubpalast erfolgreich infiltriert. Und wir stehen vor unserer letzten, alles entscheidenden Herausforderung. Können wir die Schrub-Invasion abwehren? Ja oder nein? Das ist die Frage der Fragen. So, da haben wir schon mal ein Item. 4 Superpilze. Auf der anderen Seite gibt es dann bestimmt auch was. Ja. 4 normale Pilze. Warum kriege ich jetzt in letzter Zeit nochmal so viele normale Pilze? Was hat das damit auf sich? Hier sind nochmal 3 Maxi-Pilze. Okay. Und sind hier nochmal Ultra-Pilze? Ja. Dann haben wir jetzt jede Pilzsorte nochmal bekommen. Okay. Verstanden, ne? Und wir kommen weiter nach oben. Mario! Meine Sensoren schlagen an. Ja, es besteht kein Zweifel. Der Kobaltstein agiert vollkommen vergewahnsinnigt. Er versucht uns etwas mitzuteilen. Ich übersetze. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Doch jetzt heißt es Lebewohl. Zumindest glaube ich, dass er das gesagt hat. Bitte setzt eure Suche nach Prinzessin Peach fort. In der Zwischenzeit versuche ich, das Versteck von Prinzessin Schub ausfindig zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwa das der Hauptinhalt war. Okay. Und jetzt ist er fort. Komm, Sie. Wir müssen schnell die Prinzessin finden. Okay. Wir haben keinen Kobaltstein mehr bei uns. 5-mal Pilztau. 4-mal Supertau. Es ist unfassbar. Wir kriegen jedes Brüder-Item. Jetzt kriegen wir nochmal jedes Heil-Item. Das Spiel geht wirklich auf Nummer sicher, dass man auch alles dabei hat, was man für einen Final Boss Fight braucht. Mario! Verzeihen Sie all den Ärger. Dies mag zwar eher plötzlich erscheinen, aber würden Sie hier bitte unseren Fortschritt speichern? Es ist so, dass meine Vorhersehungssensoren Alarm schlagen. Ich glaube, sobald wir diese Tür durchschritten haben, gibt es für uns kein Zurück mehr. Ich habe keine Lust, so einen Misszyklus für unser Abenteuer starten zu müssen. Haben Sie wirklich alles erledigt? Können Sie mir folgen? Gibt es noch etwas, worum Sie sich kümmern möchten, ne? Rein gar nichts? Dann zurück zum Abenteuer. Okay, also wir haben jetzt hier nochmal die finale Bestätigung bekommen, Freunde. Hierhinter befindet sich wirklich das alles entscheidende Finale. Und wir werden dem Wunsch unseres Koffers nachkommen und speichern. Und auch der Kampf ist immer noch gleich geblieben. Ich hoffe, ihr seid bereit, Freunde. Ich hoffe, ihr seid ready. Ich bin es. Zumindest so gut es geht. Und jetzt schauen wir nach, was hier abgeht. Mario! Luigi! Vielen Dank, dass ihr all die Mühen auf euch genommen habt. Oh. Wer sind denn diese entzückenden kleinen Knirpse? Oh, kann es denn sein? Diese Babys sind doch Mario und Luigi, nicht wahr? Ja, Mario und Luigi aus der Vergangenheit. Wie schön es doch ist, euch in Sicherheit zu wissen.
Ich fürchte, dieses Gebiet wird von einem seltsamen Energiefeld der Shroops umgeben. Es wird nicht leicht sein, dieses zu umgehen. Übrigens, wie habt ihr es geschafft, so weit zu kommen? Ich dachte, die Shroops hätten auch den Eingang zum Palast mit einer Barriere versehen. Ja, so Kobaltstern. Was, Kobaltstern? Ihr sammelt einen Splitter hier in diesem Schloss? Was? Aber das ist... Es kann nicht... Kann es denn sein? Mario, du musst mir nun zuhören. Ich entbeiße der Kobaltstern. Oh boy. Wir werden von irgendwas angegriffen. What the hell? Was geht jetzt ab? Oh, die Prinzessin. Ja, wenn sie trinkt, dann trinke ich auch. Sie grüllt irgendwas. Ich kann ihr nicht ganz folgen. Mario. Wir stecken in einer Zwickmühle. Wir müssen das Mutterschiff aufhalten, sonst wird dieser Ort zerquetschifiziert. Da fällt mir ein, dass sich weiter oben eine Anlegestelle befindet. Vielleicht könnt ihr etwas erreichen, wenn ihr einen Weg nach oben findet. Lassen Sie uns mal nachsehen. Wenn wir eine Untertasse kapern können, können wir vielleicht auch das Mutterschiff aufhalten. Beeilt euch und macht euch um mich keine Sorgen. Ich bleibe hier und hoffe auf eure sichere Rückkehr. Ja, du kannst ja auch nicht weit weg. Entschuldigung, dass ich das jetzt so vielleicht sagen muss. Vielen Dank, Baby Mario. Oh, sie findet uns knuffig. Mario, ihr alle, rettet das Pilzkönigreich. Ich bitte euch. Okay. Die Frage ist, warum werden wir angegriffen? Wollen die einfach Peach und uns einfach töten? So ist das deren gesamte Mission? Ich meine, die greifen ihr eigenes Schloss an, ne? Aber, naja. Wer weiß, wie intelligent diese Shroops sind. So. Kommt jetzt nochmal so ein UFO-Geballer? Werden wir jetzt nochmal... Ja. Jetzt werden wir nochmal ordentlich Action geben. LOL! Der gesamte Kopf der Statue ist ein UFO? Okay. Na, dann wollen wir doch mal schauen, Freunde, was wir hier erreichen können. So. Zack. Was? Das war kein Treffer? Oh, das war auch kein Treffer. Moment. Zack. Genau, jetzt müssen wir hier weit nach oben. Und einen guten Treffer setzen. So sieht's aus. Zack. Nein, ich habe nicht erwischt. Oh boy, jetzt greift mich das UFO, glaube ich, an, oder? Ich glaube, jetzt habe ich... Jetzt kriege ich quasi auf die Fresse. Aber jetzt schaue ich mal, ob ich auch das große UFO treffen kann. Ja. Nein. Oh, really? Was ist das denn? Okay, aufpassen. Zack. Ah. Ich kapiere. Ich muss die UFOs zurückschleudern. Und damit das große Schiff treffen. Zack. Und wir haben den ersten Treffer gesetzt, Freunde. So, ich steige gleich mal wieder nach oben. Ich habe das Gefühl, dass das sinnvoll sein könnte. Was? Das war kein Treffer? Deine Mutter ist kein Treffer. Verdammt. Verdammt, Freunde. So. Müssen wir nach oben steigen? Verdammt, jetzt wurden wir getroffen. Das läuft noch nicht so gut, Freunde. Das läuft noch nicht so gut. Oh, verdammt. Warte mal. Zack. Nein. Nein, das ist zum Heulen. Ich krieg, glaube ich, wieder auf die Schnauze. Oh, nee, Freunde, ich verliere. Hä, das ist übel schwer, Mann. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe das UFO getroffen. LOL. Das war noch gar nicht im Screen. Es war einfach noch nicht mal im Screen. Ich hab's nochmal getroffen. Ich sag's euch, jetzt läuft der Bums hier. Oh mein Gott, ich hab gewonnen. Oh mein Gott. Ich hab grad 3 Treffer innerhalb kürzester Zeit gesetzt. Was geht jetzt ab? Es crasht. In die Statue. Das kann doch nicht gut enden, oder? Beziehungsweise wir müssen jetzt einfach Prinzessin Shroop herausfordern. Der Moment ist gekommen. Ich speichere nochmal. Bei meinem Leder, bevor Sie ins Speicheralbum schreiben können, hören Sie mir zu. Ich habe das Flugprogramm analysifiziert, welches ich vom Mutterschiff heruntergeladen habe. Es ist mir gelungen, es zu modifikationieren, um mit seiner Hilfe durch die Zeit zu reisen. Jetzt können Sie in die jüngere Vergangenheit reisen. Ich nenne es Steckwegs Spezialservice Varpulator.
Hahaha. Was? Sollten sie etwas vergessen haben oder etwas erledigen wollen, kann ich sie in die Zeit vor Prinzessin Peach Rettung zurückschicken. Speichern einfach. Nee, ich will einfach nur speichern und weitermachen. Das Spiel gibt sich sehr Mühe, dem Spieler noch vor dem Finale viele Freiheiten zu geben. Oh nein, ich hab die Babys vergessen. Ich hab die Babys vergessen. Oh mein Gott. Ich hab sie doch wieder. Ach du Scheiße. Oh Mario, Luigi, ich bin euch so dankbar. Als das Mutterschiff aufschlug, hat es die Barriere durchbrochen. Kommt da jemand? Luigi, mach mal, guck mal nach. Mario. Kommt da was? Ja, eindeutig. Oh boy. Prinzessin Shroop! Jetzt reicht es aber. Ich brauche dich jetzt nicht mehr, Peach. Ich mach dich fertig. Es gibt keinen drin. Dieses Königreich ist mein. Ich vernichte euch alle. Vernichten! Oh boy. Es beginnt, Freunde. Es beginnt. Holy shit. Okay, ich kapiere. Ja, doch, das ergibt Sinn. Und jetzt muss ich irgendwie schlagen. Okay, da hätte ich die jetzt hier zurückboxen können. Okay. Alles klar. Freunde. Wir sind im Battle. So, und ich werde jetzt das Battle... Ich habe gesagt, ich nehme mir Zeit für diese Battles. Wir starten mit einem roten und dann noch mit einem grünen Pfeffer. Zack. Und zack. Erstmal schön pushen. Erstmal Gas geben. So, jetzt kommen hier Kanonen. Okay, jetzt schießen beide nach oben. Ah, verdammt, jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Na, ich habe es wieder falsch rum gemacht. Verdammte Axt. Okay. Und jetzt greifen wir einfach mal an. Wir müssen irgendwie schauen, wie wir dieses Kraftfeld kaputt machen können. Vielleicht auch ein Pardots-Ei. Damit können wir nämlich, sag ich mal, viele Treffer einfach setzen. Aha. Es wechselt die Farbe. Sehr interessant. Sehr gut. Nein, ich hab's verkackt. Okay, es ist gelb. Oh, Mist. Okay, ich hätte mit Luigi... Nein, mit Mario. Ey, das ist so schwer zu erkennen. Verdammte Axt. Ich glaube, ich werde vielleicht Mario kurz heilen. Oder wir greifen mit Mario nochmal kurz an. Und zwar ein Trampolin. Ein Trampolin könnte hier auch... eventuell... die richtige Wahl sein. Weil wir viele einzelne Treffer setzen können. Es ist rot, Freunde. Es ist rot. Okay, jetzt ist es pink. Wie viel hält dieses dumme Schild noch aus? Nein, falscher Knopf. Okay, zwei Tolltreffer. Das Schild ist kaputt. Das Schild ist kaputt. Und jetzt ist sie verletzlich. Wir haben uns sogar mit Mario wieder um 30 Punkte geheilt. Das heißt, ich muss die Runde jetzt nicht dafür verwenden, uns zu heilen, sondern wir können direkt mit der Kopierblume reingehen. Ganz, ganz wichtig. Der Heilorden hat uns gerade so übertrieben den Arsch gerettet. So, und jetzt muss ich mich böse konzentrieren, Freunde. Ich brauche jetzt die krasseste Kopierblume aller Zeiten. Volle Konzentration. Mhm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit, fast 600 Damage. Und jetzt teleportiert sie sich. Das ist wahrscheinlich so ein Schutz, dass man... okay. Dass man sie nicht auf einmal vernichten kann. Verdammt. Oh, ich bin vergiftet. Wie ehrenlos. Sehr schön. Sie greift von oben an und ich habe sie getroffen. Oh mein Gott, wie wichtig. Aber mit Mario muss ich mich jetzt heilen. Ich muss mich jetzt zwingend mit Mario heilen. Das ist, ich gehe kein Risiko, dass der mich hier abnippelt. Ich habe 27 Max-Pilze. Rein da. Die Vergiftung wird uns da trotzdem wehtun. Aber alles gut. So, und jetzt greifen wir mit einem Kanonengeballer an. Let's go.
B. Y. X. A. Sehr schön. 262 Damage. Das kann sich sehen lassen. Was geht jetzt ab? Okay. Da kann ich draufhüpfen. Oh, ganz wichtig. Okay. Ich muss wahrscheinlich sogar draufhüpfen, oder? Scheiße. Scheiße. Ich wollte draufhüpfen. Und ich habe sie nicht getroffen. Okay, das passt. Auch das passt. Mist, Mario wurde wieder getroffen. Warum immer Mario? Und ich habe sie wieder getroffen. Jawollo. Okay, die Vergiftung auf Mario war gar nicht so schlimm. So, wir machen weiter. Mit einem Taschenwaus. Alles rein da. Sie sieht auf jeden Fall sehr leidend aus. Aber ich meine, das kann ja noch nicht alles sein. Zack. So, hier immer schön aufpassen. Vor allem, welcher kleine Kollege hinten drauf sitzt. Das muss nicht immer der gleiche Bruder sein, der auch vorne springt. Manchmal kann auch Mario springen und Baby Luigi sitzt hinten drauf. Verdammt. Verdammt, okay, aber ich glaube, wir haben gut Damage gemacht, oder? 360! Holy shit! Holy shit! Und jetzt machen wir noch eine Eisblume hinterher, um eventuell noch ihre Verteidigung oder ihren Angriff oder ihre Geschwindigkeit oder sonst was zu senken. Verdammt, ich habe die voll verkackt. So. Und sie... Oh, scheiße, Freunde. Mist. Nicht hüpfen. Ja, mit beiden hüpfen. Ja. Das frisst so viel Konzentration. Oh mein Gott, sie schießt immer oben. Das ist einfach eine 10 von 10. Sie schießt nochmal? Dein Ernst? Ey, das läuft gerade viel zu gut. Wow, 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 wow. Okay, ich glaube, ich mache direkt wieder ein Trampolin. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das die richtige Art und Weise war, mit dir umzugehen. Ich weiß nicht, ob die Tolls was bringen. Also ich weiß nicht, ob ich einfach nur eine gewisse Anzahl Treffer auf dem Schild landen muss oder ob ich eine gewisse Menge Schaden machen muss. Wenn das natürlich ein Schadensschild ist, sind die Trolltreffer natürlich der Wahnsinn. Wenn es aber natürlich ein... Ich sag mal... Scheiße. Wenn es natürlich ein Schild ist, was nur eine gewisse Anzahl Treffer braucht... Oh mein Gott, es ist schon wieder down! Dann ist es natürlich problemfrei. So. Und jetzt gibt's nochmal eine Kopierblume. Na, hast du nochmal Bock auf 600 Damage? Na, ob ich 600 schaffe, ist die Frage. Ich weiß doch gar nicht mehr, ob ich den Angriffsboost noch habe. Aber jetzt erst wieder volle Konzentration. Das ist ein Angriff, den ich nicht verkacken darf. Unter keinen Umständen. Nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Nein, es ist immer Baby Luigi, wenn ich verkacke. Es ist immer Baby Luigi, wenn ich verkacke. Ich habe irgendwie Probleme damit. Oh mein Gott. Ich habe es jetzt schon wieder geschafft. Das war's. Shit! Wir müssen uns beeilen und von hier verschwinden. Seht, das ist der fast vollständige Kobaltstern, nach dem ihr gesucht habt. Was geht ab? Mario, sieh nur. Sie hat das letzte Stück. Ich habe den letzten der Splitter hier bei mir. Damit wird der Kobaltstern wieder seine ursprüngliche Form erhalten. Oh yeah. Aber das darf ich nicht zulassen. Wenn ihr dachtet, ich hätte es aufgegeben, meinen Schatz zurückzufordern, dann seid ihr noch viel doofer, als ihr ausseht. All die Zeit, die ich mich im Verborgenen hielt, zahlt sich nun ganz großartig aus. Ich behalte alle Schätze für mich selbst, sie sind alle mein. Nicht! Was passiert, wenn der vollständig wird? Jetzt bist du dran.
Schwester! Sie hat noch eine Schwester. Und das ist wahrscheinlich die, die auf Toadbirds Zeichnung drauf war. Und war die im Kobaltstern eingesperrt? Was geht hier vor? Oh mein Gott. Oh, oh nein. Dieser Kobaltsternsplitter. Da war noch eine Schwulprinzessin darin eingeschlossen. Genau, Prinzessin Shroop hat eine Zwillingsschwester. Okay, aber wenn ich die eine besiegt habe, kriege ich die andere auch noch hin. Oh mein Gott, die sieht ein bisschen gruseliger aus. Als ich in dieser Zeit ankam, wurde ich sofort von Prinzessin Shroop angegriffen. Ich schnappte mir sofort die Kraftquelle der Zeitmaschine, den Kobaltstern und... Ja, ich sperrte Prinzessin Shroop darin ein und zerschlug ihn. Gleich danach wurde ich von der jüngeren Version der Prinzessin überrascht. Es gelang ihr, mich gefangen zu nehmen. Ja, durch das Vereinen der Kobaltsternsplitter erhielt die ältere Prinzessin Shroop all ihre Macht zurück. Holy shit. Ich spucke auf euch, ihr Pilzbirnen. Jämmerliche Gestalten, ihr habt die Kobaltsternsplitter gesammelt, ohne die Wahrheit zu ahnen. Jetzt bin ich frei und der schreckliche Kobaltstern existiert nicht mehr. Nun muss ich nichts mehr fürchten. Habt ihr gehört? Nichts mehr! Nein. Dann war der Sterngeist, zu dem wir auf dem Sternhügel sprachen, in Wirklichkeit die Schuhprinzessin, die sich in Gefangenschaft befand? Welch Tragödie. Ihr sollt eine Belohnung haben, weil ihr mich befreit habt. Ihr werdet sie lieben. Und meine Schwester, meine liebe, wunderschöne Schwester, ich werde sie rächen. Boy. Das ist alles andere als gut. Was schreit sie? Let's go. What the hell is going on, Freunde? Mario, Luigi, ich helfe euch. Schickt den Stern hier hoch, um die UFOs auszuschalten. Genau so. Ich habe nichts getroffen. Stabil. Okay, ich habe den Kettenhund erledigt. Das ist gut. Und wir kämpfen jetzt gegen die Schulprinzessin, Freunde. Und ob wir gegen sie gewinnen. Den wahren Final Boss. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank noch an Ciaran Camorra, Lux Arcadia und JT90PRL für euren Riesensupport mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch!